Jetzt bin ich gespannt. Großfamilie. Und wir wohnen alle im Mosa-Haus. Und ihr vertraget euch die ganze Zeit? Ja, ja. Das ist schon mal, glaube ich, das Erste, was die meisten Zuschauer interessiert. Gibt's da einen nie Streit? Nein, eigentlich nicht. Wir haben nämlich keinen Chef hier. Das ist das Schöne. Die Großfamilie Kühn. Mit der Uroma 14 Leute von 96 bis 4 Monate alt unter einem Dach. Jeder hat seine Aufgaben, jeder hat seine Hobbys. Das Rezept für die gelungene Gemeinschaft? Respekt voneinander. Und jeden so sein lassen, wie er ist. Und diese respektvolle Vertrautheit spüre ich überall. Und was ist das Tolle dran? Man ist nie allein. Also man kann den Schlüssel vergessen und es macht nichts aus. Dass man immer einen Babysitter hat. Ich folge Ihnen. Ja. Oma Giese macht mit mir Schlossführung. Vom Gemeinschaftsbereich geht's regensicher in die einzelnen Reihenhäuser. Immer durch die Terrassentür. Ganz vorne wohnt die Familie von Tochter Stefanie. Ihr wohnt zu wie viel hier? Zu siebt. Das heißt, ihr habt quasi die größte Parzelle in Anführungsstriche. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, also unser Häusle ist gleich groß wie die andere alle, aber die Kinder haben ja ihre eigene Kinderzimmer über den Gemeinschaftsraum. Und deswegen habe ich oder haben wir hier einen Zwischengang zu den Kindern rüber oben. Und jetzt, wo geht's jetzt noch? Geh mal zu unserer Wohnung. Umzingelt. Von dem Rest der Familie. Ja. Genau. Also jeder hat quasi ein komplettes Haus. Als Sie die Idee gehört haben, was haben Sie gedacht? Ja, da habe ich gesagt, Thomas, wir machen mit, aber ich möchte meine eigene Haustüre. Dann hat er gesagt, ich kriegst du. Haustüre heißt hier öffnen und jetzt ist da noch mal eine Haustür. Mhm. Und da ist noch mal eine Haustür. Ja, das ist der Steffi ihre. Aha, wo wir gerade waren mit den vielen Kindern. Ja. Bei uns ist halt die kitschige Ecke. Da steht man ja im Wald. Aha. Der Herr Thomas, der Hausherr. Und Sie haben mitgemacht bei der Idee? Weil jeder für sich ist und trotzdem hat man die Möglichkeit, wenn man Hilfe braucht, dass man schnell bei jemand anders ist, dem man vertrauen kann. Einerseits die Gemeinschaft, aber andererseits schon auch Rückzug. Das war schon ein Schritt. Und wir haben ja auch noch geplant, dass die Oma mitzieht. Die wollte nicht. Die ist jetzt erst vor einem Jahr mitgezogen, weil sie nicht mehr allein bleiben konnte. Ja, waren alle gleich begeistert. Der ganzen Familie war es wichtig, dass sie auch mit in den vier an- und ineinander gebauten Häusern wohnt. Uroma Helene. Wie findet sie, dass das alle zusammen wohnen? Ja, schon rechtzeitig, gell? Wird's manchmal ein wenig viel? Mir nicht. Dann gehen ich nicht, wo sitze mein Sessel rein. Mein Giese. Ja. Das ist mein Giese. Das ist das beste Stück vom Haus, gell? Sagen Sie mal. Ja. Das ist der Dicke-Marin vom Haus. Wer kauft Ei? Meistens sage ich zum Opa, komm, wir gehen so zum Metzger und kaufen Ei. Und ich sage mir nicht, das und das hat es gekostet. Das sind ja unsere Kinder. Ne? Ja, gleich ihr Familie. Und wenn Sie was hin und tun, sind der Kühlschrank da? Wenn ich da in den großen Kühlschrank rein tue, dann kann es sein, es ist in 5 Minuten weg, weil es ein anderer gegessen hat. Was da drin ist, gehört alle. Und das lasset sich dann auch alle schmecken. Eine echt glückliche Familie, die ihr Rezept für ein gemeinsames Leben gefunden hat. Respektvoll und tolerant miteinander leben. Auch das sonntägliche Mittagessen wird demokratisch per Los gezogen. Dieses Mal von mir. Geschnetzeltes. Das mögen scheinbar alle. Ist das gut? Ja, da habe ich ja Glück gehabt, mein Lieber. Es kommt drauf an. Aha.